Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer, der Tibero-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Die Mucke, die passt gerade so geil. Und ja, genau, wir waren beim letzten Mal hier Mission 11 angekommen, haben uns hier sehr beschwerlich hier durchgeschlägelt und haben uns hier aufgebaut. Und genau. Da würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir waren dabei, Hubschrauber zu bauen, richtig. Und da würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. So. Beziehungsweise Orcas. Aber ich nenne die halt liebevoll Hubschrauber. Weil es für mich halt Hubschrauber sind. So, liebe Leute, dann. Wir haben zwei Sammler im Einsatz. Hier unten ist das Tiberiumfeld. Ja. Habe jetzt gerade noch mal, ihr wisst ja, ich nehme es am Stück auf. Ich habe jetzt gerade noch mal die Aufnahme überprüft und das passt doch soweit, Leute. Diesmal auch ohne Soundbugs hier. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich, Leute. So, dann würde ich sagen, baue ich noch kurz die vier Hubschrauber, dann sichere ich es gleich nämlich noch ab. Wir hatten uns hier, wie gesagt, beim letzten Mal aufgebaut. So. Und genau, dann machen wir einfach mal weiter. Die gehen sowieso beide da rein, ne? Kann ich das Ding ja theoretisch auch verticken. Brauch ja kein Mensch. Ist ja so. Wenn die sowieso beide da reingehen. So, Leute. Damit wir hier ein bisschen schneller fertig werden, Mensch. Ich bin schon in der zweiten Folge hier in der Mission. Und ja, da seht ihr das, Leute, meine Lieblingshubschrauber. Und ja. Upsala. Da muss ich gerade ein klein wenig aufstoßen. Aber nicht schlimm, Leute. So. Den Turm kann ich auch verkaufen, den werde ich nämlich nach hier oben schieben gleich. Aber ich habe ja jetzt erstmal hier ein bisschen was an Grundstock, an Verteidigung. Ihr macht bitte diesen Panzer da mal weg. Diese scheiß Flammenpanzer. Ja, die haben nämlich keine Chance gegen die Kampfpanzer. Das haben wir ja schmerzlich festgestellt schon, als wir die Bruderschaft gespielt haben. Das Kampf, das Flammenpanzer gegen Kampfpanzer übelst abstinken. Oh, da würde ich sagen, gebe ich schon mal noch einen Jeep in Auftrag. Um mal hier diese ganzen Sachen zu erkunden. Aha. Da versucht er doch schon wieder irgendwas. Da versucht er doch schon wieder irgendwas, der Sack hier. So. Und hier, und hier, und hier, und hier, und... So, genau. Und diese Raketentypen macht ihr jetzt bitte platt. Sehr gut. Sehr schön, Leute. Oh, das ist gut gelaufen gerade. Das ist gerade sehr gut gelaufen. Muss ich sagen. So, dann baue ich noch die zwei Silos hier hin. So. Und dann haben wir gleich auch schon die Basis voll. Mit vier Hubschraubern. Mit dem Jeep, mit dem ich jetzt mal ein bisschen erkunden kann hier. Und die beiden Gummipanzer da oben. Ja, gut. So, Leute, weil hier, seht ihr das? Da ist nämlich ein Turm im Weg. Und schon setzt er einen Gummipanzer auf den Jeep an. Oh Mann, Leute. So, das ist aber jetzt Team 2. Die können mal den Turm da oben platt machen. So, bam, hier, mach den platt. Oh ja, na klar. Oh Mann. Zack. Jetzt nur noch hier einmauern. Und dann haben wir das gleich schon. Ne? Dann haben wir das schon. Dann können wir gleich Panzer bauen. Hallo, du auch? Ja, kein Bock zu helfen. Ja, mein Gott, muss auch nicht sein, ne? So, da haben wir nämlich das nächste Tiberiumfeld. Kein Erzfeld, sondern ein Tiberiumfeld. Ganz genau, und die Basis sieht doch schick aus, oder Leute? Müsst ihr doch mal zugeben. Die Basis sieht doch wunderbar aus hier. Oder? Schau euch das an. Einfach perfekt. So, Leute, jetzt kommt er wieder mit irgendeinem Scheiß hier angeschissen.
Es kommt da mit dem Scheiß angeschissen. Ja, das ist, so. Ihr schießt bitte auf die, nein, auf die Raketentypen da oben. So. Auf die Flammenwerfer. So, wunderbar, ey. Hey. Puh. Wartet mal, mach mal Pause hier. Mach mal Pause. So. Und, ja, würde ich sagen, schnapp ich mir meine Hubschrauber. Machen wir das Ding im Arsch. Ah, bam. Kriegt ihr den auch noch platt? Schade. Okay. Schade, Leute. Also doch nicht zwei auf einmal. Gut. Aber Leute, wisst ihr... Ja? Da war... der Notsammler. Bam. So. Oh, die decken die Karte auf. Geil. Sehr schön, Leute. Keine Chance. Seht ihr das? Wir brauchen jetzt nämlich dieses Tiberium-Feld tatsächlich. Wir brauchen es. Weil hier unten ist nichts mehr. So, mach die kalt da. Oha. Ich wollte schon sagen, die halten aber viel aus. Die Gummipanzer halten hier ordentlich was aus, ja. Muss ich schon sagen. Also, das ist nicht übel. So, wo steht mein Jeep? Da steht mein Jeep. Fahr du mal bitte hier unten in die Ecke. Geldmittel unzureichend. Ja, wisst ihr was? Die beiden, die können sich darum kümmern. Und ihr? Oh, das... Was zur Hölle? So, mach den Sammler platt. Hubschrauber. Hubschrauber-Power. Immerhin fast. In den roten Bereich geschlagen. Ja, das ist doch schon mal super. Steht auf einmal so ein blöder Kack-Flammenwerfer-Panzer. Das ist ja wohl nicht wahr. Bam, weg damit. Und, ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal mit diesem Minikin hier weiter scouten, Leute. Einfach weiter scouten. Oder wartet mal. So mache ich das. Ganz genau. Und, ja. Dann freue ich mich, dass mal wieder hier dabei seid, natürlich, ne, beim guten Alkohol Conker. Mit der geilen Mucke im Hintergrund, ey. So, was haben wir denn hier? Hier können wir noch erkunden, bisschen die Karte. So, ja, wie gesagt, wir haben wieder grundlegende Geldprobleme. Und jetzt ist ein Sammler aber dran hier. Und bam. Ha. Und der Techniker ist auch direkt hops gegangen. Na ja, gut, okay. Was ist das hier? Ist das eine Dead End oder was? Das ist echt eine Sackgasse, ne? Lustig. Lustige Map. Boah, schaut euch doch diese Panzerarmee an hier. Geil. Sammelt euch mal bitte da alle. Hammer. Hammer, Leute. So, dann habe ich jetzt hier einen neuen Jeep. Den kann ich bitte da unten hinschicken. Und mit denen nochmal hier. So, Leute. Und ja, ich nehme es nach wie vor an diesem Sonntagabend auf hier tatsächlich. Und Wochenende fast vorbei. Aber was wäre ein Wochenende ohne Aufnahmen? Das wäre für mich kein richtiges Wochenende. Ganz ehrlich. So. Oh, was hat dann da jetzt hier? Gummipanzer und hier jede Menge Minikin. Okay, das wird jetzt interessant. Vor allem der hier, ey. Helft mal bitte bei den Flammenpanzern mit, ganz dringend, Leute. Wow. Der kriegt den Turm sogar platt, ey. Oh. Wow. Ey, Leute, nix da. Puh. Da muss ich tatsächlich meinen Orcas zur Verteidigung benutzen gerade. Bam. Ah, geil. Baba bam. Genau. Der Angriff ist ins Nix gegangen, Kollege.
Tja. Scheiße, wa? Nix da, Noddy. So, weiter geht's hier. Panzer. Panzerproduktion. So. Und dann schaffen wir in dieser Folge sehr wahrscheinlich tatsächlich noch diese Mission hier. Das wäre doch mal episch, oder? Warte mal, Leute, was gibt's denn hier noch? Gibt's hier vielleicht eine geheime Geldkiste oder so? Nee, schade. Schade, schade. Ja, egal. Da ist ein... Aha. Der sammelt da oben wieder, der Sack. Der Sack sammelt da wieder. Ja gut, aber ich habe ja meine 4 Hubschrauber. Hehe. Auf den Sammler drauf, da los. Bam. 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 Oh, schade. Na gut. Egal. So, dann. Einfach nur Kampfpanzer bauen jetzt und da ist auch schon die Basis, seht ihr das? Da ist schon die Basis. Ich weiß aber, dass der die übelst abgesichert hat. So. Da ist jetzt nämlich sein Sammler, genau. Und drauf da. Mach den im Arsch. Mach das Ding weg. Ja, fast. Fast. So, dann ist jetzt hier nämlich tatsächlich der einzige Eingang zu der Basis. Schaut mal hier, ey. Ihr hört's. Der hat einen Obelisten da drinnen stehen. Und wieder natürlich mal alles mit Flachs abgesichert. Das heißt, mit den Hubschraubern kann ich erst agieren, wenn die Flachs weg sind. So, bam. Mach den weg. Und, jawoll. So, weiter drauf. Der zweite ist auch auf gelb. Sehr schön. Das heißt, ich muss dem mal wieder die Flachs wegnehmen. So. Schaut mich das an. Oh mein Gott. So, geht mal alle darüber. Wie gesagt, Leute, ich werde erst... Aha. Jetzt will er nämlich dreist werden. Jetzt will er die Kohle hier vor meiner Haustür wegsammeln. Nix da, Kollege. Hey, 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 hey. So. Nix da. Den kriegt ihr weg. Der letzte, komm. Bam. Sehr schön, Leute. Ach, sehr geil. Die können sich nicht entscheiden, wer wohin fährt. Ach, wie geil. So, Leute, dann stellen die sich mal bitte da oben hin. Ich habe auch schon einige, ne? Ja, aber ich baue lieber mehr als zu wenig. Ist einfach so. So, die 4 Orcas. Kommt mal bitte, schlängelt euch mal bitte am Kartenrand entlang. Bam, genau. Und bam. Um Gottes Willen. Puh, zum Glück hat ihn nicht getroffen, die Flak. Ui, jetzt kommt er aber ganz schön angeschissen da. Auf den Sammler los. So, ja, dann soll das mal versuchen. Der Noddy. Der Noddy. Dann versucht das bitte. So, zack. Und zack. Und zack. Und einfach drüber fahren. Bam. Sehr gut, Leute. Nein, 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 du nicht. Du bleibst bitte da unten. Nein! Der ist zum Glück kaputt gegangen. Lass die mal da stehen einfach. Boah, das war knapp gerade. Puh, Leute. Das war schon mal knapp. So. Drauf da. Los. Knall ihm seine Sammler weg. So, sehr schön. Wartet mal, wie weit kann der Turm da schießen? Er fährt genau in meine Falle rein. Och, ist das nicht geil. Ist... Ah, doch nicht. Wäre so schön gewesen, ne? Ja, gut, Leute. Aber ich würde ihm ganz gerne hier diese Flak wegballern. So, dann... Konstruktion fertig. Dann baue ich jetzt noch 5-6 Stück. Und dann mache ich die, dann überrolle ich die Basis einfach. Weil er hat ja fast nichts mehr. Ne?
Das sieht man ja schon, der hat ja fast nichts mehr. So, zwei weitere. Da ist ein Sammler wieder. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. Um Gottes Willen. Nicht landen. Was macht ihr denn? So, nicht landen. Seid ihr des Wahnsinns? So, Leute, dann einmal reparieren. Natürlich missachtet er meinen Befehl. Ne? Du sollst dich reparieren. Oh Mann. Gut. Ja, die Reparatur von den Dingern, die kostet halt, ne? Das ist klar. Boah, sehr schön. Aber er hat noch volle Silos, seht ihr? Und, schau mal da. Die Uralt-Grafik, ey. Oha. Die Uralt-Grafik. Die ist schon übel, ja, die Uralt-Grafik. Da doch lieber so. Da hat er wieder einen. Aha. Da hat er wieder einen Sammler. Ich lasse ihn jetzt schön ausbluten. Baller ihm die ganzen Sammler nach und nach alle weg. So. Der ist fast kaputt schon, ey. Ach, wie geil. Da kommt schon der nächste. So. Und jetzt ist er weg. Bam. Sehr schön, Leute. Geil. Geil, geil, geil. Das macht Spaß. Das macht doch Spaß, Leute. Schön im Noddy die Sammler weghauen. Sehr schön. Und er fährt voll in meine Panzer rein. Haha, sehr schön. So muss das sein, Kollege. Und jetzt kommt er. Jetzt kommt er, ey. So, mach den Platz los. So, bam. Sehr gut. Ach, wie geil. Der Anfang von der Mission, der war ja echt Mist, ne? Aber mittlerweile, ja, kann man schon sagen, dass die Mission echt Spaß macht, muss ich sagen. So. Überfahrt die Scheiße einfach. Diese Raketenteile, die sind echt übel. Schaut euch das an. So. Die Raketenwelliken, ey. So. Ha, schaut euch das an. Der hat schon keine Kohle mehr hier. Sammler, was machst du? Sehr schön. Bam. Und schön die Orcas dafür einsetzen. Ja. Und bam. Geil. Das macht so Spaß mit den Hubschraubern, ey. Das wisst ihr ja von mir, ne? Ich spiele so gerne mit Hubschraubern. Das ist einfach nur herrlich. Ich liebe Hubschrauber in Command & Conquer. Ich kann es nicht erklären, warum, aber es ist halt, ja. Ich liebe einfach Hubschrauber. Oh Mann. So, dann. Drecks Raketenmännchen, ey. So, und wegmachen. Vor allem liebe ich Hubschrauber, wenn es Raketenhubschrauber sind, ey. Die ziehen schon ordentlich rein, ja. So, Leute, dann sind wir auch schon bei Minute 18. Oh mein Gott. Ich muss gleich mal langsam los hier. Nicht mehr lange mit Vorbereitung hier. So. Soll er seine ganze Kohle für Manneken drauf ballern, ey. Rausballern, ja. So. Und tschüss hier. Bam. Alle auf einmal weg hier. So. Ich würde sagen, dann kann ich mal los, oder? Ich nehme jetzt noch diese drei mit. Schau ich das an, ey. Krass. Einfach krass. So. Und ja, wir müssen in dieser Mission ihrer den Agenten Delphi suchen. Und nachdem ziehen sie nordwärts und stellen sie Kontakt mit ihm her. Ja. Ich muss einfach nur Delphi finden, ne? Aber. Ich verbinde das halt mit alles platt machen. Ah, wartet mal. Ah. Dann macht ihn mal platt. So. Okay, den Rest machen die Hubschrauber. Wow. Die Flachse können extrem weit schießen, habe ich das Gefühl, ey. So. Seht ihr das? Den Rest machen die Hubschrauber. Ja. Dann können wir ja auch hier rein. Da hat er noch einen. Wegmachen, los. Wegmachen. Und bam hier, so.
Verdickt, sehr schön. Er hat schon keine Kohle mehr. Und jetzt auf den scheiß Obelisken. Los, schneller, Leute. Schneller. Auf den Scheiß. Ja, sehr schön. Er hat's verkauft. Wie geil. Lass mich raten. Der hat in jeder Ecke wieder Flachs stehen oder was, ne? Wartet mal. Erstmal schön reinfahren. Ach du Heilige. So. Ja, der hat da unten wieder eine Flachs. Seht ihr das? Das ist nämlich immer so. Die haben immer in jeder Ecke haben die Flachs stehen, ey. Ah, bam hier. So. Schön kombinieren hier. Zack. Und zack, zack. Sehr schön. Das nenne ich doch mal effizient, Leute. Haha, geil. Da können wir sogar noch in die nächste Mission reinschauen. So schnell ging die Basis platt. Da hat er nämlich noch was hier. Schaut mal da. Da hat er nämlich seinen Bauhof da oben. Wegmachen, los. Er macht erstmal die Flachs platt, weil da werde ich nämlich gleich einen Luftangriff da reinschmeißen. Mach die Flak platt. So, Leute. Luftangriff kommt jetzt hier auf die Energie drauf. So, da ist der Bomber. Bam. Da ist der Codename Delphi, Leute. Hier oben der Typ. Verständlich, genau. Ja, klar. So, Leute. Und? Schau mal da. Bam. Bam. Ey. So. Dann haben wir es doch schon. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Ladet euch auf. Wir benötigen Silos. Ja, genau. Dann brauchen wir Silos, ne? Was eine geile Mission am Ende. Ist einfach so. Mach das Ding noch im Arsch, genau. Und bam, geh rein. Und das war's. Tschüss. Da fliegt er auch schon raus. Ganz gemütlich. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Einsatzziel ja, erreicht. Das war's. Sehr geil, Leute. Jawoll, Leute. Die GDI. Sehr schön. Dann haben wir diese Mission in 2 Folgen geschafft. Wir haben wieder eine Bonusgalerie. Und es ist wieder ein nettes Greenscreen-Video. Ja, schaut euch das an. Verluste GDI 37, noch 231. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Gut, liebe Leute. Dann haben wir ja hier... Oh, schaut euch das an. Wir drängen die immer weiter zurück. Das letzte wird, glaube ich, hier Sarajevo oder sowas sein, ne? Genau, Leute. Aber erstmal Bonusgalerie anschauen, Leute. So, hier haben wir das. Einsatz erhöhen und verlorene Spione. Eric Martin. Der coole General. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ah, ich muss jetzt mal gucken, ob ich da irgendwie in das Missionsmenü nochmal reinkomme. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.